Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge Imposter Factory zusammen mit Apfel. Hello. Wir sind hier gerade in diesem Untergrundding und die sind nach rechts gegangen, wenn ich mich recht entsinne. Ah, und da sind zwei Türen. Ja, die sind nach rechts gegangen. Was gibt's dir zu sagen? War ich Rika oder warst du Rika? Ich war's. Die Cafeteria und der Aufenthaltsraum. Die Köche schicken dreimal am Tag Mahlzeiten über den Schacht. Gib ihnen einfach eine deine Bestellung. Ich war Lindrin, so, oder? Ich weiß. Ich glaube. Digga, die Folge haben wir vor drei Tagen, vier das Tagen aufgenommen. Eigentlich habe ich Lindri und Rika gesprochen. Ach so. Da wo man noch mehrere Sprechdinger hat. Also mir ist egal, ich kann auch Lindri machen. Ist halt, ja, mach. Ich dachte, es sei seltsam, dass es hier drei Köche gibt. Ja, nur drei für diesen ganzen Komplex! Ist das, oh Gott, ich dachte gerade, es wäre ein Judenstern. Digga, das ist aber schon cool hier. Da hängen Bananen! Da gibt's eine Bar! Da gibt's eine Bar! Gib mir Alkohol. So, bist du. Und die haben sogar ein Aquarium, was gegen die Wand steht. Cool. Nice. Da stand im Fernseher. Ne, da ist eine Fernbedienung. Also irgendwo muss ein Fernseher sein. Da ist ein Fernseher. Oh. Schön über der Couch, ne? Das ist... Ja. Das ist ja auch für die Leute, die hier sitzen. Die anderen können das Aquarium anschauen. Oh. Was gibt's hier? Hier ist die Residenz für die Mitarbeiter vor Ort. Wenn es gut läuft, laden wir dich vielleicht ein, hier ein Zimmer zu nehmen. Danke, aber ich habe schon woanders einen Platz. Ja, die will, dass sie Quincy verlässt. Oh. Okay, wir können nicht weit nach unten. Sehr. Cool, dass es hier, also, ich meine, wie viele Residenzen gibt's hier? Wenn es hier nur die eine gibt, ist schon schwach. Es ist eigentlich die Gang runter. Ja, aber dann musst du ja durch die andere... Ja, ups. Oh lol, wer ist sie denn? Ah, der Reisbot! Dr. Yu war, glaube ich, ich. Weiß ich aber nicht mehr. Nein, das Projekt, an dem du arbeiten wirst, ist nur eines von mehreren, die wir hier verfolgen. Aber psst, es ist mein Favorit. Reisbot! Außer dir, Reisbot. Sollen wir Lindri ihre Station zeigen? Sicher, die Anlage ist in Wartung, aber Dr. Kleck ist im Moment dort. Außerdem bringst du Reisbot wieder nach oben, ja? Natürlich. Verdammter Reisbot. Ich liebe ihn. Dr. Kim. Und die Schnittstelle zwischen Menschen und Maschinen? Nicht sehr viel Fortschritt. Wir konzentrieren uns nach wie vor auf Stop-Daten. Wir haben einige Neueinstellungen an dieser Stelle. Ich hoffe, wir machen bald Fortschritte. Herren reden? Wenn ich doch noch Steuerung F für alle Ausdrücke verwenden könnte. Ach ja. Warum hängt schon wieder sowas komisches an der Wand? Ja, es sollte, glaube ich, so ein DNA-Strang, also so. Ja. Ah. Und wir können Reisbot untersuchen. Möchten Sie Reis? Nicht jetzt, mein Lieber, aber danke. Ich liebe Reisbot. Er ist ein Engel. Ich hätte gerne etwas Reis, Reisbot. Ich hätte gerne etwas Reis. lol. Schön. Ich glaube, wir können da noch nicht weiter, dann ich. Ja, wenn wir schon mal da sind. Boah! Da haben wir es. Dr. Louis Kleck sollte dort sein. Er ist ein paar Tage zuvor hier in der Residenz angekommen. Ich glaube, ihr habt euch schon auf der Party kennengelernt. Ich erinnere mich. Oh nein, es ist diese eine Würde. Glaub schon. Los geht's, Reisbot. Fucking Reisbot. Können wir da jetzt schon weiter?
Das ist... Nein! Ich wollte nicht! Ah, okay, da können wir nicht weiter. Okay. Weil wir haben ja, wir haben da unten ja noch das eine. Zack. Oh mein Gott, der sitzt schnell auf den Stuhl, Ehrenmann. Ja, natürlich. Es ist eine Ehre, dich hier zu haben. Danke, ich werde mein Wer ist Victor? Dr. Haynes, sind Sie noch da? Entschuldigung. Ich bin hier. Bezüglich des Vertrags. Es ist nicht in unserem Interesse, das Projekt zu finanzieren, ohne ein Mitspracherecht im Vorstand. Der Vorstand ist nicht der einzige Weg, um ein Mitspracherecht zu haben, Herr Armstrong. Oh. Sie sollten zu Dr. Yu in die Messflüge gehen. Sie ist für ihr Forschungsteam zuständig. Okay. Warum redet die, wenn die am Telefonieren ist? Kennt die ihren Platz nicht? Zack, 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 zack. Ah, das ist eine Wille. So, frischer Doktortitel, hm? Um ehrlich zu sein, ich war echt überrascht, dich letztens auf der Party gesehen zu haben. Aber dich hier tatsächlich zu sehen, ne? Dr. Hughes sagte, meine Arbeit sei für das Projekt hilfreich gewesen. Ich werde mein Bestes geben, um meine Erkenntnisse anzuwenden. Deine Arbeit? Ich habe deine Arbeit gelesen. Nichts für ungut, aber da ist nichts vorgekommen, was sie nicht schon wussten. Was meinst du damit? Was sie hier getan haben, ich habe es analysiert. Sie haben auf keinen Fall all diese Fortschritte gemacht, ohne bereits von deinen Erkenntnissen gewusst zu haben. Dr. Yu und ihr Team müssen das schon vor Jahren herausgefunden haben. Vor Jahren? Aber dann, warum wurden ihre Kenntnisse nicht veröffentlicht? Ist das dein Ernst? Das ist keine puristische Akademie. Die Wissen zum Wohle der Menschheit verbreitet. Ich würde sagen, Geld, aber die Interessengruppen, welche beteiligt sind, sind viel komplizierter. Egal, schau mal. Wenn du eine Veränderung in der Welt erreichen willst, dann ist dies der Ort dafür. Es kann eine Weile dauern, bis die Öffentlichkeit Geschmack daran findet, aber hier beginnt alles. Okay. Hm. Ja, schon ein bisschen hart, das sozusagen. So, als hätten wir gar nichts erreicht in unserem Leben. Wir sind krank, du dummer Wichser. Oh ja, Zeitsprung! Yeah! Okay, wir arbeiten hart, jeden Tag früh, während Quincy noch im Bett chillt. Da haben wir unsere erste Entdeckung gemacht. Ich weiß nicht, wer die zwei Leute da unten sind. Ich glaube aber, die kommen irgendwie bekannt. Achso, nee, das eine ist ja dieser Wichser. Den anderen kenne ich wirklich, den anderen weiß ich nicht. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe schon so viel gelernt. Wenn du dich hier wohlfühlst, soll mir das recht sein. Wir werden dich am Montag in das Hauptprojekt einweisen. Denk an die Vertraulichkeit. Ich werde bereit sein. Ich habe mir gestern auf die Backe gebissen, das hat sich jetzt gezündet, ganz mies. Nice. Ich bin zu Hause! Hey, wie war die Arbeit? Nicht schlecht für die erste Woche. Ich glaube, ich habe mittlerweile den Dreh raus. Akzent. Was machst du da? Nach Dialekt hier. Oh, warte nur. Auf den erstaunlichsten Karottenkuchen, den du je gegessen hast. Ach, Quincy. Son of Quincy. Wo muss ich hin? Achso, ich glaube nicht weiter. Dann machen wir ihr Frühstück am Bett. Ist der Karottenkuh. Ja, aber das sieht nach Frühstück aus. Ja, ja. Das Projekt? Das Hauptprojekt. Die Katze!
Was hast du hier gefressen? Ist das ein Fisch? Okay. Ja. Hinterfragen wir es einfach nicht. Nun, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Problem gefunden habe. Würden Sie etwas länger bleiben, um einige Tests durchzuführen? Sicher, ich bin hier, um zu helfen. Oh, okay, wir machen Überstunden. Immer ja. Und immer wieder. Jetzt sind wir da, während Quincy schon im Bett. Nee, Quincy ist da. Hey, sorry, ich bin schon wieder spät dran. Alles okay? Warum schaut ihr so ein bisschen? Ja, es gibt immer wieder Probleme zu lösen, aber wir werden sie lösen. Natürlich, die haben ja auch dich. Ich gehe das Abendessen aufwärmen. Oh. Sad. Aber wir kriegen nur diese Punkte, wenn es um die Arbeit geht. Das Projekt schon wieder? Stimmen wir mit dem anderen an dem Drawboard. Und Überstunden! Das Schnittstellenmodul ist immer noch hinter dir im Zeitplan, obwohl wir Fortschritte machen. Aber die Investoren erwarten eine Demonstration. Sind Sie sicher, dass es beim nächsten Besuch fertig sein wird? Ja, wir schaffen das. Übrigens, hast du dir mehr Gedanken über das Wohnangebot gemacht, Linry? Wir haben sogar ein freies Zimmer für dich bereit. Alles wäre so bestimmt einfacher. Oh nein. Jetzt. Don't do it. Die Arbeit hatte es zerstört. Irgendwann wird Quincy nicht mehr warten. Schläft am Tisch, oder? Ja. Tut mir leid, dass ich so spät bin. Ich musste... Wir haben da einen Controller liegen, aber keine Konsole. Und sie hat sein Leben für sie aufgegeben. Ja, der wirklich. Da, Test. Essen. Arbeit. Gut, die Vorschriften sind Formalität, aber Fortschritt ist Fortschritt. Trotzdem, sind Sie sicher, dass Sie dies nächste Woche so vorführen wollen? Ja, es ist eine Ehre, wirklich. Es hat eine Weile gedauert, aber ich bin froh, dass ich ein Teil davon sein konnte. You destroyed us. She destroyed us. Und Quincy wird nicht mal mehr was hergerichtet haben. Was? What the... ich hab vergessen, dass es heute war. No! Oh. Lavendel, ganz wichtig. Was soll es eine Kerze in der Niedergebrannte sein? Das links soll eine Kerze sein, ja. Und da rechts daneben steht Lavendel. Nice. Scheiße. Tja. No. Schauen wir, was jetzt passiert. Also was passieren wir jetzt? Allein auf dem Campus wohnen? Aber wir haben dies hier. Ich habe dem noch nicht zugestimmt. Aber du denkst ernsthaft darüber nach. Ich meine, es wäre nur für eine Weile. Das ist das Ende der Beziehung. Das hast du auch über die Arbeit nachts gesagt. Jetzt ist es jede Nacht. Ich weiß, es ist nur... Wir leisten einfach Unglaubliches. Da ist der Name schon wieder falsch geschrieben. Echt so. Wir sind dem Durchbruch so nahe. Das könnte die Welt verändern. Das wollte ich schon immer erreichen. Ja, ich weiß, ich war nicht für uns da, wie ich sollte. Das tut mir leid. Aber ich dachte, wir beide wussten, was ich direkt von Anfang an leisten muss. Oder nicht? Mein Gott, hör doch mal aufs Reden. Du hast mir gesagt, dass du es verstehst und du mir einen Grund gibst, weiterzumachen. Dass du mir die Welt zeigst, dass ich bleiben und dies tun kann. Aber dennoch gehst du. Ich weiß, es klingt egoistisch, aber ich habe nie danach gefragt.
Ich hätte nie Ja gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass du es nicht wirklich möchtest. Natürlich wollte ich es auch. Ich wäre nicht mehr hier, wenn es nicht so wäre. Er hätte schon lange gehen sollen. Aus der Tür. Ich meinte, was ich sagte und ich habe so hart. Ich meinte, was ich sagte und also ich habe so hart versucht, genau das zu tun. Es ist nur. Ich dachte nur, wir könnten immer noch mehr haben, als nur das. Ich weiß, dass ich dir gesagt hatte, dass ich dir die Welt bringen würde, aber... So. Ich nehme an, an einem gewissen Punkt wollte ich auch die Welt sehen, mit dir. Und jetzt fühlt es sich alles nur noch weiter und weiter weg an. Das ist dir gegenüber aber nicht wirklich fair, oder? Ich glaube, ich weiß nicht, was ich wirklich erwartet habe. Aus die Tür, Quincy. Geh zurück in dein Leben. Tut mir leid. Ich kann wirklich nicht länger bleiben und darüber reden. Ich bin schon so spät. Und wir sollen unseren Fortschritt heute den Investoren präsentieren. Quincy wasn't home when he came home. Aber darüber reden wir später, okay? Ja. Bestimmt. Ah, wo gehen wir jetzt? Wo müssen wir jetzt lang? Einfach um raus? Aus der Tür, glaube ich. Ah, ja. Oh, okay. Oh, shit. What? No! Ja, die mochte ich nicht. Hey. Er ist tot? Was ist hier geschehen? Das Gebäude ist geschlossen. Was möchten Sie hier? Ich arbeite hier. Dr. Kim, was geschieht hier? War das Louis? Es hat nicht funktioniert. Die Investoren waren schon da und wir warteten uns. Also Louis, er leitete die Demo in deinem Namen, aber sie wollten einen Live-Test. Er hat die Demo in meinem Namen durchgeführt? Dr. Haynes und Dr. Yu sind immer noch drinnen und reden mit den anderen. Sie sagten... Henry, warte! Ich glaube, dass nur sie das machen hätte können, weil sie es wusste. Sie haben es getestet und es hat funktioniert, also. Vielleicht hat sie versucht, vielleicht wollte sie. Weiß ich nicht. Sie hätte ja cool. Sicher gesagt, dass sie es vorzeigen würde, wenn es nicht funktionieren würde. Und ich glaube, dass er nicht genau wusste, wie es funktioniert oder so, weil es war ja unser Ding. Ja, stimmt schon. Das ist ein Maschinen. Na, das ist bloß, weil wir mit Quincy diskutiert haben. Oh mein Gott. Aber was nützt ein Speicherschnittstellenmaschine, wenn sie den Benutzer tötet? Wir wissen dies ja nicht genau. Es ist nur ein gescheiterter Versuch. Nun, viel Glück mit weiteren Versuchen unter all den Vorschriften, die dies auslösen wird. Wir laufen unter dem Radar. Wie können wir umgehen? Nein, nur du warst unter dem Radar. Oh Mann. Ja, und jetzt bist du völlig darüber hinausgeschossen. So oder so, wenn es eine grundlegende Unvereinbarkeit mit dem Schreiben der Erinnerungen gibt, das verheißt sicher nichts Gutes für den Kern des Projektes. Oh, ihr seid so ein pessimistischer Haufen. Pressure, das ist... Hast du noch nie von einer substanziellen Änderung gehört? Lass uns nicht den Kopf aufgrund eines kleinen Rückschlags verlieren. Die ist gut. Wie ist das ein kleiner Rückschlag? Ja, was ist denn überhaupt der Sinn einer Erinnerungsschnittstelle, wenn sie dabei sterben? Nun... Henry!
Ne, ich glaube eher, das war eine Frage. So, ja. Warum rennt sie? Warte, Linry! Vielleicht hat sie es gewollt? Ich denke nicht. Weiß es nicht. Wieso sollte sie sonst wegrennen? Die hat eine fette Panikattacke, würde ich mal sagen. Die will sterben, weil die krank ist. Wenn Chibi unpredictable das Game wird. Ja! Das ist aber bei allen drei so. Kommt immer wieder irgendwie irgendwas, was man nicht davor hätte wissen können. Aber dann würde ich sagen, war es mit der Folge. Lasst doch ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Und tschüss.